gerade bei den ersten Trainingseinheiten lege ich immer besonderen Wert darauf, ein bisschen von meiner Philosophie an die Kinder rüberzubringen. Zum Beispiel das ganz Wichtigste: Das Pferd ist kein Sportgerät, sondern soll unser Partner sein. Und gerade in dem Alter, wo ich die Kinder bekomme ins Training, sind die in der Hinsicht auch sehr aufnahmefähig und hören mir auch richtig zu, sodass ich auch das Gefühl habe, dass ich also von meiner Philosophie wirklich ankomme oder was rüberbringen kann. Dann habe ich immer, denke ich, spezielle Tipps für Traversalen, für die Seitwärtsgänge, für fliegende Wechsel. Ich probiere sehr gerne aus. Ich rede sehr viel mit meinen Schülerinnen und sage auch, hier, pass auf, manchmal übertreibe ich mit meiner Darstellung, wie das aussieht. Aber dann bleibt es bei dir besser im Kopf hängen, weil du dann sagst, oh Gott, so schlimm soll das aussehen. Dann bleibt es auch wirklich im Kopf und die ärgern sich ein bisschen über sich selber und dann ist auch die Bereitschaft, etwas zu ändern, viel größer. Dann brauche ich auch wirklich das Feedback von den Kindern, damit ich auch weiß, sie kommen damit klar. Oder das passt denen jetzt überhaupt nicht, sondern dass wir auch wirklich das dann diskutieren, was halt die beste Möglichkeit ist. Haben sie jetzt ein gutes Gefühl mit meiner Art oder nicht? Dann kann ich aber auch umswitchen und sagen, okay, dann mache ich jetzt einen Kompromiss. Hauptsache, es klappt für euch. Die müssen ja jetzt dann wieder für einen Monat mit dieser neuen Sache dann klarkommen. Und das ist halt etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, halt auch wirklich dieses Kommunizieren mit den Jugendlichen und auch halt dieses Feedback zurückzubekommen. Und dann hinterher eine Stunde abzuschließen mit einem guten Ergebnis für Pferd und Reiter und für mich. Meine Philosophie, dass wir das Pferd als Sportpartner haben müssen, um Erfolge zu haben, diese Philosophie passt auf jedes Pferd, das ist auch für jedes Pferd wichtig. Natürlich muss jedes Pferd anders geritten werden und es muss anders behandelt werden, aber ich kann nicht mein Pferd wirklich als Gerät, sag jetzt mal, behandeln und Leistung erwarten. Das funktioniert vielleicht immer alles eine Zeit lang, aber irgendwann geht der Schuss dann nach hinten los oder ich habe halt gar keinen Ausdruck mehr. Ich sehe ja einem Pferd in der Prüfung an, ob der daran Spaß hat oder halt überhaupt nicht. Und das, denke ich, ist auch für die Kinder halt ganz wichtig, dass sie das spüren, dass wenn man dem Pferd etwas gibt, dass man auch dann ganz viel zurückbekommt. Und ich denke, dass das für das eigentliche Leben außerhalb des Reitsports für die Kinder auch sehr wichtig ist.